Marketing-Gag oder echter Preisvorteil für Anleger? Die ETF-Branche ist sich nicht ganz einig, wie man den jüngsten Preiskampf beurteilen soll. Tatsache ist aber, dass die Managementgebühren vielfach ins Rutschen gekommen sind. Herzlich willkommen zu Gewinn mit ETFs, dem Forum der Experten. Meine Damen und Herren, wir diskutieren darüber und schauen, wo es für die Anleger echte Vorteile gibt. Dazu begrüße ich Thomas Meyer zu Dreber. Er leitet das ETF-Geschäft der Commerzbank unter der Marke Comstage. Und weiter geht's mit einem Anwender, Markus Kaiser, Vorstand bei Star Capital. Er gilt ja als Pionier der ETF-Dachfonds hierzulande und er managt heute mit seinem Trendphasensystem verschiedene Dachfonds. Herr Meyer zu Dreber, Sie haben ja sozusagen jetzt erstmal, könnte man ein bisschen salopp sagen, den Preiskampf gewonnen mit 0,08% Managementgebühr für den DAX oder genau genommen ist es sogar die Gesamtkostenquote, liegen Sie vor allen. Jetzt müsste man sagen, wer den DAX als Produkt hat, muss ja auch noch Lizenzgebühren bezahlen. Kommen Sie denn mit diesem Preis noch zurecht? Ja, auf jeden Fall, sonst werden wir es ja nicht tun. Und Marketing-Gag, die am häufigst gestellte Frage in der letzten Zeit, to market, an den Markt bringen. Und das war auch unsere Motivation, die Preise zu senken, denn wir haben festgestellt, dass es immer noch viele Anleger gibt, die zwar beispielsweise fürs Alter vorsorgen sollten, aber das nicht tun. Und genau diese Kreise wollen wir erschließen. Und deshalb haben wir nicht nur für den DAX, sondern für 9 weitere ETFs, die besonders stark nachgefragt sind, vor allem durch Privatanleger, die Preise, die Gebühren gesenkt, die Gesamtkostenquote gesenkt. Herr Kaiser, wie beurteilen Sie diesen Preiskampf? Also das ist ja schon ein bisschen verwirrend, wenn ich jetzt wieder ein Beispiel nehme, die Deutsche Bank sagt, wir haben mit 0,01% eigentlich den billigsten DAX, aber die Gesamtkostenquote ist mit 0,09 wieder ein bisschen höher als die vom Herrn Meyer zu Dreber. Und wir wissen doch alle, diese Managementgebühr oder auch die Gesamtkostenquote, das ist nicht die ganze Wahrheit. Sie sprechen es aber gerade an, es sind ein bisschen Kosten. Und natürlich sind Kosten wichtig und ein wesentliches Argument auch für ETFs, aber natürlich nicht der alleinige Grund auch, warum wir ETFs nutzen. ETFs sind in der ersten Linie eben darüber, dass sie die Index-Performance abbilden, für uns die effizienten Instrumente. Nichtsdestotrotz schauen wir momentan natürlich gespannt auf den Wettbewerb und freuen uns jede Woche, wenn wir neue Opportunitäten bekommen, auf dieser Ebene noch einmal Kosten einzusparen, die sich ja in einem Gesamtportfolio dann auch in der Performance entsprechend widerspiegeln. Ja, also in manchen Fällen, also neben das Thema Emerging Markets, da sind Sie auch unterwegs, da ist es ja nun deutlich runtergekommen, da hat man 0,75 Basispunkte bezahlt und jetzt kriegt man das Ganze für 0,25 Basispunkte. Das wird sich dann schon auswirken. Aber es stellen sich natürlich auch die Fragen, also die Qualität von Index-Tracking. Können die, wenn alles billiger wird, die ETF-Anbieter die Qualität aufrechterhalten, wird dann nicht vielleicht mal bei anderen Indizes als beim DAX, da gucken so viele hin, da kann man das nicht machen, ein bisschen geschludert? Also geschludert werden natürlich nicht, da lege ich die Hand ins Feuer, die berühmte Hand für meine Kollegen. Wir haben einen Geschäftszweck, das ist Index-Tracking, wie Sie gerade gesagt haben. Und natürlich ist uns wichtig, dass das weiter mit hoher Qualität erfolgt und das wird auch weiter mit hoher Qualität erfolgen. Und gerade wie der Herr Kaiser gesagt hat, entscheidend ist natürlich für den Anleger am Ende des Tages Performance, Wertentwicklung. Das ist immer nach Kosten, nicht zu vergessen nach Steuern, anderen Abgaben und Dividenden. Und das ist natürlich auch das Entscheidende für den Anleger. Und ich kann es nur noch mal wiederholen. Für uns ist wichtig, weitere Kreise zu erschließen. Und wir haben einfach festgestellt, dass zwar auf der einen Seite Sparpläne zunehmen, aber doch irgendwo ETFs an der breiten Masse des Privatanlegers nicht angekommen ist. Und man muss sagen, wir sind ja in einem Land, wo besonders auf die Kosten geachtet werden. Zunächst einmal als erstes Kriterium. Und für viele Anleger ist es einfach entscheidend, einen gewissen Preis zu sehen. Oder man muss auch sagen, Preise zu sehen, die mit dem Zeitablauf auch fallen. Ja, dann würde ich natürlich wieder sagen, also die Privatanleger, die gucken jetzt auf die Managementgebühr, aber der Profi tut das ja nicht alleine, sondern der guckt auf die Performance, die wir gehört haben. Und da müsste ich eigentlich über mehrere Jahre Performance-Vergleiche machen, ob wirklich der Unterschied zwischen Index und ETF ganz, ganz klein ist. Und da gibt es doch offenbar ganz schöne Unterschiede.
Exakt, das ist beispielsweise die Herangehensweise, die wir haben. Wir schauen also nicht nur auf das Preisschild, was vorne draufsteht, sondern wir gucken ganz genau, inwieweit der jeweilige ETF eben auch die Performance seines Index entsprechend abbildet, ja, mit welcher Schwankungsbreite er das auch tut, also welcher Genauigkeit, Konstanz er das widerspiegeln kann. Und wenn das gegeben ist, dann muss man mal ganz klar sagen, es gibt gar keinen Grund mehr, gerade bei Large Caps, wo es ja eh die wenigsten aktiven Fondsmanager schaffen, den Index auch zu performen, überhaupt noch über einen aktiven Fonds nachzudenken, wenn man die Index-Performance für unter 10 Basispunkte bekommen kann. So, und jetzt bin ich wieder der Privatanleger. Jetzt möchte ich wissen, wie das mit der Performance ist und wie stelle ich das fest? Denn das wird mir ja nicht immer auf diesen Webseiten ausgewiesen. Da kriege ich manchmal ein paar Hinweise in den Halbjahresberichten oder in den Jahresberichten. Der Herr Kaiser als Profi, der macht eigene Analysen, setzt da ein paar Leute dran und die gucken genau, der ist gut und der ist gut und der ist nicht so gut. Wie mache ich das als Privatanleger? Naja, es wird nicht immer, aber immer öfter, muss ich in dem Fall sagen, ausgewiesen. Aber entscheidend ist, ich habe den Wert des ETFs, den Schlusskurs beispielsweise. Und wenn ich den natürlich über die Zeit betrachte, die Wertentwicklung von einem Zeitpunkt, zu dem ich investiert habe oder zu dem ich hätte investieren wollen und vergleiche ihn gegen den Index, dann bekomme ich schon sehr genau ein Gefühl dafür, wie genau die Nachbildung ist. Das ganz Entscheidende ist natürlich, den richtigen Index zu nehmen. Und das haben wir auch in der Vergangenheit öfters besprochen. Insbesondere dann, wenn Quellensteuer eine Rolle spielen, wird oft unterschätzt, was die Quellensteuerbelastung im Ausland ist. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, der S&P 500, wenn ich den als Beispiel nehmen darf, der S&P 500, der kennt keine Steuern, die auf Dividenden anfallen. Und da muss man insofern natürlich schon den richtigen Index haben. Das ist schon schwierig, zugegeben. Mhm. Es gibt dort auch das ein oder andere Tool, wie das ja auf Neudeutsch heißt, das das erleichtert, diese Möglichkeit. Oder wenn ich es mir selbst nicht zutraue, ist natürlich der Herr Kaiser der Richtige, der das ja für mich als Privatanleger tut. Ja, es gibt ja immer auch wieder Untersuchungen, auch von Ratingagenturen zu diesen Preisunterschieden. Und es gibt etwas, worauf Profis in der Tat auch schon ein bisschen achten, Zusatzerträge, Ertragsoptimierung heißt das natürlich im Jargon. Ist das für Sie ein wichtiges Kriterium? Es kann ja sein, dass jemand hier eine tolle, geringe Managementgebühr hat, dass er aber keine Wertpapierleihe macht. Und bei der Wertpapierleihe kann ja schon ganz schön viel Geld reinkommen. Ist für uns jetzt kein Kriterium, darauf zu achten, dass jemand Wertpapierleihe macht. Ganz im Gegenteil, für uns ist es in der Tat einfach die Effizienz, wie der Index abgebildet wird. Darüber hinaus schauen wir auf die Liquidität des Instruments, inwieweit es eben auch im Handel jederzeit möglich ist, mit einer geringen Spanne, also der Spanne, dem Handelsspread zwischen An- und Verkaufspreis, in diesen ETF oder den Index einzusteigen und auch wieder aussteigen zu können. Und hier sieht man ja mit zunehmenden Marktteilnehmern, die auch in ETFs aktiv werden, bildet sich sozusagen ein eigener Markt, der die Liquidität auch auf ETF-Basis verbessert, sodass ETFs teilweise sogar liquider sind als die Einzelwerte darunter. Also günstig einkaufen ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber ich will noch mal bei der Wertpapierleihe nachfragen. Das sind Zusatzerträge, die gehen in die Performance ein. Und dann gelingt das Index-Tracking eigentlich besser. Manchmal sogar ist man sogar besser als der Index, je nachdem. Das ist umstritten. Manche sagen zusätzliche Risiken und da kriegen wir auch nicht alles davon. Und dann sind die Aktien vielleicht gar nicht da, dieses ungute Gefühl. Aber das ist doch ein Faktor, den man gegenrechnen muss, oder? Ja gut, der wird ja auch gegengerechnet. Sie haben ja gerade gesagt, ich bekomme aus Wertpapierleihe etwas, das Beispiel von dem Herrn Kaiser. Und natürlich, wenn ich, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, ich hätte eine Management-Fee, eine Verwaltungsvergütung von 20 Basispunkten und bekomme jetzt 10 Basispunkte, 0,10% aus entsprechender Leihe, dann hat das für den Kunden natürlich einen positiven Effekt. Ja. Und ich meine, wir sind immer beim gleichen Punkt und das ist ein bisschen langweilig, aber es ist tatsächlich so, am Ende des Tages ist der einzige Vergleichsmaßstab tatsächlich Performance. Und Wertentwicklung ist immer, ich wiederhole mich, nach Steuern, nach Zusatzerträgen, nach Dividenden und was auch sonst noch anfallen können. Und das ist ja das Entscheidende, nicht nur für den Privatanleger, Herr Kaiser hat es gerade gesagt, ist genauso wichtig natürlich für den Profianleger. So,
So, es gibt natürlich noch mal ein paar Kosten, die eigentlich gar nicht als Kosten zählen, die dort dazugehören. Das ist sozusagen das Risiko eines ETFs. Das Risiko, das normale, ist das Marktrisiko. Der Markt ändert sich und dann kann man natürlich relativ schnell verlieren. Und wer da nicht rechtzeitig aussteigt, der hat dann manchmal mehr verloren als 20 Jahre Managementgebühr. Genau das ist ja auch Ihre Aufgabe. Sie steuern ja einen ETF-Dachfonds mit dem Anspruch, immer rechtzeitig die Phasen zu erwischen. Wie spielt denn das bei Ihnen eine Rolle? Also klar, wenn Sie billiger einkaufen, kommen Sie auch besser bei weg. Ja. Also wir sehen ganz klar, vor den Herausforderungen an den Kapitalmärkten in den letzten 15 Jahren haben uns das ja deutlich gezeigt mit zwei starken Finanzkrisen an den Aktienmärkten, wie wichtig es ist, am Ende des Tages ein Risikomanagement zu haben. Das ist unser Ansatz für aktives Management. Also nicht Einzelwerte irgendwo herauszupicken, sondern dafür nehmen wir den Index, aber eben das Risiko aus einem Portfolio auch mal rauszunehmen. Und am Ende des Tages ist natürlich ein wesentlicher Unterschied, ob ich bis zu 50% Verlust, wie man es zwischenzeitlich eben auch mit globalen Aktienindex erwirtschaften konnte, vermeiden kann. Da spielen die Kosten dann am Ende des Tages keine Rolle mehr, wenn ich an anderer Stelle das Kapital erhalten kann und dann in der nächsten Aufschwungphase tatsächlich auch in absolute Erträge komme. Und genau das ist ja auch die Zielsetzung von vielen Investoren. Kurze Nachfrage, wie sieht es aus mit den Daten, mit den Signalen im Augenblick? Der Markt hat ja zeitweise ganz schön gewackelt. Ist richtig, aber an den Börsenampeln hat sich bei uns zwischenzeitlich nichts geändert. Die sind nach wie vor auf grün. Insbesondere erstaunlich doch die Stärke des amerikanischen Aktienmarktes, nach wie vor die Leitbörse in einem stabilen Aufwärtstrend. Und was mich mutig stimmt, ist, dass wir diese zunehmende Erholung in den Emerging Markets sehen, wo durchaus noch Aufholpotenzial sein sollte. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Alles ist gesagt zu diesem Thema. Und die wichtigste Botschaft ist, meine Damen und Herren, es kommt immer auf die Performance an. Also da sollten Sie zumindest doch mal einen Blick drauf werfen, auch wenn Sie das nicht sofort erkennen können. Letztlich sollten Sie Ihre ETFs auch immer im Blick behalten. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.